Willkommen Leute zu einem kleinen Experiment, könnte man sagen. Und zwar spielen wir heute ein Special Duell mit meiner Freundin zusammen. Hallo. Und zwar spielen wir heute eine Runde Gadget, Rank 4xe gegen Hannah Camp, den ja schon einige Leute kennen aus den Low-Rated Deck Cup Videos. Und ich würde gerne anfangen, glaube ich, damit wir was hinlegen können. Bevor es aber losgeht, hier noch eine kleine Info. Und zwar habe ich mittlerweile meinen eigenen Discord-Server. Und zwar hat Hannah Camp das für mich gerade gemacht. Einfach mal random. Und deswegen, ja, der wird jetzt in der Beschreibung stehen und hier auch mal kurz, ja, wird der Link stehen im Video. Aber schaut in die Beschreibung, da könnt ihr euch das kopieren und dann mit mir schreiben. Das wird cool. Auf jeden Fall kann jeder rein und wer sich gut benimmt, da, ja, könnte mich näher kennenlernen. Wäre doch cool. Wäre auf jeden Fall nice. Gut, viel Spaß in dem Video, war auf jeden Fall lustig. Und Viola hat sogar relativ gut gespielt. Und Viola wird uns heute sagen, was wir machen, weil sie spielt Gadget schon seit ein paar Monaten ab und zu mal privat. Und ich denke, die Hand dürfte relativ selbsterklärend sein, oder? Was machen wir? Wir legen Ruf der Gejagten hin. Okay. Wir holen den Grün. Und darauf, auf dessen Effekt, chainen wir Karge to Karge an. Genau. Ja, sie kann schon so ein bisschen, merkt man vielleicht. Sie versucht halt noch so ein bisschen zu lernen, die ganzen kleinen Regeln und so. Und sie wird wahrscheinlich das Deck von Hannah Camp nicht kennen, also ich werde sie da schon beraten jetzt. Weil sie kennt bisher nur mein Yuzhenyu-Deck, Morphtronisch und Paläozoisch. Und ich weiß nicht. Yuzhenyu dürfte schon eine Chance haben, ohne Demise. Aber ich würde schon sagen, dass Gadget stärker ist. So, was machen wir denn jetzt für ein Overlay? Wir können keinen Getriebe-Riese X holen, also ein König der wilden Kobolde vielleicht. Nee, wir haben schon einen Karge to Karge Ja, das ist das drauf. Problem. Ich würde sagen. Naja, es wäre schön, wenn wir wüssten, was Hunacamp hat. Ob sich lohnt, zum Beispiel Rafflesia zu holen, falls er was Starkes hinlegt. Ich denke, das ist sogar die beste Variante, weil wir nicht wissen, was er hat. Können wir dann Bodenlose und Floodgate Trap Hole aus dem Deck zünden. Nächste Runde haben wir das nächste XC-Play mit den beiden wieder. Oder? Ja. Das wäre doch vielleicht nicht schlecht. Ja, komm, dann machen wir das mal. Getriebe-Riese X geht leider nur, wenn ihr zwei Maschinen habt. Deswegen können wir das leider gerade nicht machen. Aber wir haben Maxi. Ja, okay, jetzt haben wir das Problem. Wir wissen jetzt nicht, lassen wir ihn jetzt was machen, dann ziehen wir Karten mit Maxi oder lassen wir nichts machen, dann halten wir ihn auch mit Rafflesia. Können wir uns dann gleich entscheiden. So, Hannah Camp spielt irgendwas. Ja, Schwaches. Irgendein Fun-Deck wahrscheinlich. Habe ihm zumindest gesagt, damit Viola eine Chance hat. Wobei ich helfe. Und wir fressen Raikiri. Okay, Rafflesia ist schon mal tot. Wieso? Rafflesia ist immun gegen Fallenkarten, aber leider nicht gegen Raikiri. Das ist traurig. Ja, das war das perfekte Out. Aber egal, wir haben noch einen XC-Play. Aber dann ist auch klar, was wir machen. Dann ziehen wir Karten mit Maxi. Was ist das für eine Karte? Damit kann er sich jetzt eine Spielfeldzauberkarte raussuchen, eine beliebige. Die ist schon ziemlich gut. Die Frage ist, was er jetzt spielt. Irgendwas mit Fusionen spielt er. Bin gespannt, was. Was gibt's denn Schwaches, was Fusionen spielt? Reut. Wenn er Reut spielt, wär's lustig. Vielleicht ist er auch fies und spielt nichts Schwaches, was er aber eigentlich nicht sollte. Also, Kann sein. normalerweise ist er nett. Okay. Moment. Eine Karte abwerfen und Poli suchen. Ja gut. Wenn er Poli aktiviert, dann können wir darauf Maxi unchainen. Das Schöne ist, wenn wir gegen Fusionsdecks spielen, kann man den Maxi gut timen, weil es dann klar ist, wann er Fusionsbeschwört. Okay, Fusionseinberufung. Damit kann er nur suchen, das ist okay. Er spielt Koalas. Das mit dem Vampir-Koala und so. Ich weiß nicht, ob er den auch spielt, aber er spielt auf jeden Fall Meister von Oz und das Känguru und so. Okay, also wir werden vermutlich gewinnen, wenn Viola nicht tausendfach missplayt. Ja, das ist okay. Der kann jetzt ein Material faken quasi. Also der wird jetzt zu dem Koala, den er in den Friedhof wirft, vom Deck her. Und dann kann er fusionieren. Und bekommt dann Monster mit 4200 Angriffspunkten. Können wir mit Utopia drüber gehen oder so, oder? So, da müssen wir jetzt leider Maxi abwerfen und ziehen nur eine Karte damit, aber gut, immerhin geht er neutral. Aber wieso? Wir hätten die aufheben können.
Nee, es wird nicht mehr dazu kommen, dass er zweimal in dieser Runde Spezial beschwört. Ja, aber in der nächsten Runde vielleicht. Wir brauchen den Draw jetzt. Okay. Jetzt können wir theoretisch mit... Was können wir mit den drei machen, Schatz? Vor kurzem habe ich gelernt, wir können den Silbern holen. Und wieso? Ach, wir sind noch gar nicht dran. Okay. Also wir können dann den Moment mal, wir können jetzt mit Ruf der Gejagten den Schaden abfangen. Wobei, nee, das bringt nicht viel. Können wir, da das durch Ruf der Gejagten immer in Angriffsposition kommt, bringt es nicht viel. Also wir können den Silbern holen. Und auf dessen, also wir können den, davon den Effekt aktivieren. Und auf dessen Effekt kommt Kage to Kage. Nee, auf dessen Normalbeschwörung. Aber ja, mach weiter. Ah, okay. Und dann durch den Effekt von Silber kommt auch Rot dazu. Und Rot sucht. Genau. Grün, oder? Nee, Gelb. Oh. Ja, das ist egal. Die suchen sich halt immer im Zyklus. Wer es nicht weiß, es gibt hier ein ganz cooles Gimmick. Und zwar, seht ihr den Hintergrund hier? Der hat hier grüne Blitze im Hintergrund. Die Farbe von den Blitzen im Hintergrund von den Gadgets sind die Farbe von dem Gadget, durch den sie gesucht werden. Und die Augenfarbe ist die Farbe von Gadget, die sie suchen. Der hat gelbe Augen, deswegen sucht er gelb. Okay. Das heißt, wir machen das jetzt, würde ich sagen, mit dem Apparat, diese Combo. Dann haben wir drei Stufe 4er Monster, können das vierte durch Ruf der Gejagten holen. Was haben wir gerade gezogen? Die Umsonstbarriere, damit können wir ihm verbieten, Fusions zu beschwören oder so. Ja, okay. Ich denke mal, wir haben gewonnen. So, wir machen so. Frage ist jetzt halt, was er verdeckt hat. Ich weiß gar nicht, war Koala beim Raw with the Dex Cup dabei? Ich glaube nicht, oder? Nee, eigentlich nicht. Es war kein richtiges Deckthema. Wobei Pinguine auch dabei waren. So. Was bauen wir dann? Utopia, der Lightning. Das würde gehen, ja, dann darf er seine Background nicht aktivieren. Ich habe aber eine bessere Idee. Und zwar habe ich ja gerade was gekauft auf Kartenmarket, was Viola jetzt in ihrem Deck hat, aber was sie jetzt noch nie benutzt. Und zwar den Kandidaten hier. Damit kannst du Backflow zerschießen. Okay, dann machen wir das. Okay, dann machen wir es mal so, würde ich sagen. Und können sofort seine Backdoor zerschießen. Zack. Damit hätte er seine Angriffspunkte verdoppeln können, dann wäre es ein OTK. Wir hätten dann verloren. Ja. Okay. Dann hätte er 8000 Angriffspunkte. Witzig. Das ist nur alte Karte, damit. Ja, das hängt aber davon ab, wie viel Lifepoints man hat. Okay, dann holen wir uns durch Ruf der Gejagten was aus Feld, und zwar Green, wobei es egal ist. Ich überlege gerade, sollen wir überhaupt Utopia bauen? Wieso hast du nicht Gold geholt? Der hätte noch jemanden holen können. Hey, Gold ist gar nicht im Grave. Sicher? Nee, wir hatten noch kein Gold in diesem Duell. Oh. Okay, dann machen wir... Ja gut, wir können Kastel machen, dann wird der ins Deck gemischt werden, aber im Endeffekt, nee, habe ich lieber eine Utopia auf dem Feld, würde ich sagen. Das Beste, was überhaupt jetzt gehen würde, wäre theoretisch lautlose Ehre Arc, die wir aus dem Deck geworfen hatten, weißt du noch? Ja, ich mochte die Karte, aber ich habe sie nie benutzt, aber ich mochte sie. Ja, wenn man sie mal nutzen kann, ist halt geil, aber Kastel ist halt meistens einfach besser. So, Lightning. Hast du Prime dazwischen gemacht? Liegt doch da. Es ist so klein. Das kann ich nicht sehen. Ja, wir haben eine Fensteraufnahme. Und ich habe meine Brille nicht auf. Stimmt. Wobei sie die eh fast nie auf hat. Ja. Okay, dann greifen wir mal an. Und weil wir Monster angreifen, darf Utopia was machen? Zwei, wie heißt das? XI-Materialien? Mit Materialien abhängen. Und da sehe ich dann auf 5000. Pushen. Ja. Aber nur, wenn es gegen Monster kämpft. Genau. Ja, Viola macht aktuell den Fehler noch, dass sie manchmal Utopia ruft und dann mit 5000 in meine Life Points direkt reinlatschen will, was minimal overpowered wäre. Aber das geht leider nicht. So.
Mit Tornado-Drache können wir dann in seiner Runde noch die Spielfeldzauberkarte zerschießen. Nur leider haben wir auch nichts mehr, wenn er jetzt mit Schwarzes Loch oder so unser ganzes Board zerstört. Hast du mit der neuen Karte schon angegriffen? Mit der? Ja. Ja. Okay. Wir haben 800 Schaden mit Lightning gemacht, weil der 4200 hatte. Ach so, und okay. Mit der Nummer 2-1. Ja. So. 4200, das ist doch voll. Wieso hat er so eine starke Karte? Ja gut, er ist minus unendlich gegangen, um die zu rufen, also so toll war die jetzt nicht, vor allem weil die keinen Effekt hat. So, sowas mache ich für sie, weil daran kann sie nicht denken, weil sie die Karte hier noch nicht kennt. Was hast du? Ich hab nicht aufgepasst. Was hast du gemacht? Der Tornado-Drache kann auch in seiner Runde eine Backrow zerschießen, also eine Spell oder Trap. Und wir haben jetzt die Spielfeldzauberkarte von ihm zerstört. Ah, und die hatte er gerade aktiviert, um was zu suchen. Und ist dafür minus 1 in der Hand gegangen. Und dann haben wir sie zerstört und der Effekt ist ins Leere gegangen. Also der ist jetzt ziemlich am Arsch. Ja, es ist halt so, dass Viola quasi nicht Yu-Gi-Oh! Kann, aber sie kann ein Deck. Also sie kennt die Effekte auswendig und kann dann theoretisch Yu-Gi-Oh! Spielen. Aber wenn sie halt was anderes in der Hand hätte, würde sie wahrscheinlich nicht mehr die Regeln kennen. Ja, man merkt es genau. Vielleicht. So, was können wir jetzt machen? Mit der hier? Wir können Norden holen und Norden kann jemanden aus dem Friedhof holen und dann kann man ein Overlay machen und wenn man einen Friedhof in Silbern hat, kann man... Ach nee, doch nicht. Nee. Mit die Karten, die aus dem Friedhof durch Norden geholt werden, haben keinen Effekt mehr. Genau. Aber man kann mit Norden und der Karte, die geholt wurde, ein Overlay machen. Mhm. Ich bin dafür, dass wir uns eine Maschine nehmen. Und was können wir dann bauen? Nee, Quatsch. Nevermind. Nein. Norden ist nämlich keine Maschine. Ja, nee. Norden ist Wasser. Ja. Nee, das ist eine Eigenschaft, so. Aber der ist Fee. Norden ist eine Fee. Ich weiß auch nicht genau, warum der Fee ist. Das ist eine alte Gottheit eigentlich. Aber gut. Jetzt sehe ich aber, weshalb er Wasser ist. Der steht im Wasser. Ja, der ist auf so einem Boot drauf. Da ist der hat auch ein Pferd? Nee, das ist eine Galionsfigur. Achso, ich dachte, das ist ein Pferd und der Sattel von dem Pferd ist eine Muschel. Oder so. So kann man es auch deuten, keine Ahnung. Ich kenne die Lore von den Karten nicht. Wir können jetzt... Moment, Kagito Kage haben wir jetzt alle verbraucht, ne? Weiß nicht. Ja, haben wir. Oh. Ja, das ist irrelevant. Dann bauen wir Emerald, gehen auf plus 1 und haben, glaube ich, sogar schon gewonnen. Ja, stimmt. Lightning kann ja nochmal sich auf 5000 boosten. Wir gehen aber nochmal plus 1, weil wir es können. Was würdest du jetzt ins Deck mischen? Wieso muss ich denn was ins Deck mischen? Um eine Karte ziehen zu können mit der Karte hier. Mit dem Xy-Monster, so. Was du noch nie benutzt hast. Ja, deswegen kenne ich es nicht. Weil es ist ein Proxy und das kann ich deswegen nicht lesen. Und was ich nicht lesen kann, spiele ich nicht, weil ich es mir nicht merken kann. Kage to Kage. Das wäre eine Möglichkeit und was man auf jeden Fall immer reinmischen sollte, Schatz. Norden. Weil man nochmal die Instant-Fusion zieht, kann man sie dann nochmal nutzen. Ja, aber mittlerweile habe ich ein zweites Fusionsmonster. Seltener Fisch, stimmt. Ja. Das hatte ich die ganze Zeit nicht. Das ist heute gekommen? Oder noch gar nicht gekommen? Das ist heute per Post gekommen. Guck mal, direkt die nächste Instant-Fusion. Ist leider once per turn, deswegen geht es jetzt gerade nicht, aber egal. So, wir können doch mehr Angriffspunkte aufs Feld holen. Und natürlich gibt es noch eine zweite Runde. Gegen ein etwas stärkeres Deck von Hanakam. Direkt im Anschluss. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir nochmal gewinnen, wenn wir nicht geschont werden. So, der was kann liegt da für eine Verdeckte eigentlich von uns? Die Barriere. Ach so, okay. Hätte er nochmal was für eine Fusion zusammenbekommen, hätten wir es auch wieder kaputt machen können. Genau auf 0 mit 1,8. Guck mal, man sieht sogar den Namen, wenn man auf die Live-Points drauf geht. Das wusste ich gar nicht. Okay, dann sehen wir uns gleich in Runde 2. Bis dann. Okay, Leute, Hanakam wird seine Deckstärke jetzt bedeutend erhöhen. Ich bin mal gespannt, gegen was wir spielen werden. Schere, Stein, Papier? Was soll man nehmen? Er hat gesagt, er erhöht es nur etwas. Wenn ich jetzt Hand sage, lachst du mich aus. Ja. Ich sag auch immer Hand. Jedes Mal, wenn wir Schere, Stein, Papier spielen, nehme ich automatisch Hand. Aus irgendeinem Grund. Aber ich habe mich verbessert. Ich nehme es nicht mehr... Immer. Schere. Okay. Hat er auch genommen. Stein? Na? Dürfen wir anfangen?
Okay. Ja, overpredicted mal wieder. Ah, wir dürfen anfangen. Okay, wollen wir anfangen? Ja. Können wir direkt Nixie bauen, ist eigentlich immer besser. Okay, was machen wir mit dieser Hand? Wir nehmen den Goldfisch. Ja. Und den goldenen Apparat. Ja. Und den grünen Apparat. Ja. Und aktivieren den Effekt. Wieso wird der nicht hingelegt? Ja, das dauert immer bei der Flo ein bisschen wegen Internet. So, und jetzt legen wir die zwei. Welche? Erstmal die zwei Dingens hinlegen. Backrow? Backrow. Ja, das macht man eigentlich zuletzt, aber das ist im ersten Zug. Ja, aber dann vergesse ich's. Ja, das kann ja jetzt gerade nicht passieren, ich helfe dir. Okay. Jetzt den Goldfisch und den Grünen, weil der Goldene als Material seinen Effekt, wenn er zerstört wird, nicht mehr aktivieren kann. Deswegen den nicht overlayen. Und was rufen wir? Ein Getrieberiesen X. Und was suchen wir? Ein Golden. Ja, oder das ein Silber. Ist eigentlich egal, aber ich würde sagen, dass ein Goldener besser ist, weil dann die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass wir ein Silberne nachziehen und dann beide rufen können. Ich glaube, das ist sogar rechnerisch besser, wenn ich mich gerade nicht täusche. Was willst du im Grave haben? Den Grünen. Warum? Weil ich den wiederholen könnte. Den kannst du auch wiederholen. Ja, aber der bringt mir nicht so viel. Er aktiviert seinen Effekt nur, wenn er als Normalbeschwörung kommt. Genau. Deswegen sollte man immer den Gadget in den Grave werfen, damit man einen hat. Ich meine, ich habe zwar hier gerade keinen Ruf der Gejagten oder Oase liegen, aber kann ja noch kommen. Wir nehmen uns Gold. Und das muss er jetzt erstmal outen, weil wir haben Bottomless und die Dimensionsbarriere. Ich lasse mal den Cursor auf der Fallenkarte. Sonst vergisst nämlich Viola die Fallenkarten. Ja, das passiert mir oft. So, was spielt er denn jetzt? Er ist auf jeden Fall stärker als Koala. Was ist die andere Fallenkarte? Die Barriere wieder. Okay. Okay, irgendwas Finsternismäßiges? Sonst könnte er die Karte nicht spielen. Wieder den Beschwörermönch. Dann spielt er einfach Koala mit Zodiac Engine oder so. Ja, wieder das Regeki, natürlich, okay. Alles klar. Wir hatten eben schon mal ein Duell, wo er Regeki gezündet hat. Ich weiß gar nicht, ob wir das. War das im ersten Duell? Ja, das war im ersten. Davor haben wir ja gegen No Name gespielt. Ach, stimmt. Okay, Goldener Apparat kann seinen Effekt aktivieren. Was holen wir? Warte. Okay, das kannst du dir merken. Wir werden uns zwar nie Dimensionsbarrieren anschaffen, weil die unnötig teuer sind, aber man kann, selbst wenn die jetzt geschossen wird, einfach random sagen XI, weil die meisten Decks haben eh XI-Monster. Und jetzt kann er die einfach nicht mehr rufen. Wenn er jetzt ein Fusionsdeck spielt, ist es halt RIP, dann ist es halt schade, aber lol. Okay, er schießt einfach beide Backrow-Karten. Und durch Gold kommt was? Ein Silbern, damit wir noch einen Goldenen im Deck haben und nicht alle verbraucht haben. Das ist, ja, richtig. Beziehungsweise wir können eh keinen Goldenen rufen mit dem Goldenen, von daher ist es irrelevant. Wir aktivieren nicht den Effekt vom Silbernen, das macht nämlich Viola meistens falsch. Wieso nicht? Denn wenn jetzt der Silberne in seiner Battlephase stirbt, kommt durch den Silbernen noch was. Weil wir nur einen Effekt von dem Silbernen pro Runde benutzen können. Und da wir eh noch einen XI-Play in der Hand haben, ist es, denke ich, am besten. Verstehst du, weil wir hätten sonst zwei Stufe Vierer und könnten mit denen nichts machen. Ja. Und wenn er dann über den Silbernen drüber rennt, dann kommt nichts mehr von uns. Und wir haben nur noch ein Monster in der Hand. Wenn wir kein Monster nachziehen, haben wir nächste Runde kein XI-Play. Ich weiß nicht, was er spielt. Er spielt irgendwas Finsternismäßiges, so Teledat irgendwie. So fühlt sich das gerade an. Jinzo Otika, okay, das ist ein bisschen stärker. Das ist ein kleines bisschen stärker. Aber nicht viel stärker. Der Roboter sieht irgendwie gefährlich aus, aber der hat einen pinken Hintergrund. Das macht ihn irgendwie... Ja, es gibt auch ein besseres Artwork. Da sieht er ein bisschen gruseliger aus. Das ist so ein Cyborg. Der verbietet alle Fallenkarten. Das heißt, wenn wir Fallenkarten haben, sind die tot. Okay. So, damit können wir jetzt... Wir können wieder einen Goldenen nehmen. Wenn wir Goldenen nehmen, dann kann er nur traden. Dann kann er mit den beiden tauschen quasi. Mhm. Moment, hat er eben mit Jinzo angegriffen oder mit dem? Genau. Okay.
Warum auch immer er kein XI gemacht hat, das weiß ich gerade nicht. Konnte er keins mehr machen? Doch, eigentlich schon. Mit den beiden. Oder er spielt keins? Nee, das macht keinen Sinn. Hey, warte, wir haben ihm doch XI verboten. Ach stimmt, wir haben ihm XI verboten. Ah, nice, okay. Das ist natürlich gut. Dann würde ich sagen, würdest du den roten holen oder beide? Ich bin mir nicht sicher, die Sache ist, man kann ja nur einen Effekt von Gold pro Runde aktivieren. Das heißt, wenn der Goldene stirbt, dann haben wir wieder keinen Effekt. Aber der stirbt ja erst in der gegnerischen Runde, das ist ja wieder was anderes. Stimmt. Dann Gold holen. Ja. Also mittlerweile weiß ich schon, es ist am besten, wenn man es schafft, dass man quasi mit einem XI-Monster und einem Gold oder Silver endet, weil dann hat man die Möglichkeit, in der gegnerischen Runde noch was zu holen. Und das bleibt dann einfach über. Das ist ganz gut. So, wir können leider nicht einfach so drüber gehen, weil er 1-7 hat, da müssten wir traden und der Goldene darf dann nichts mehr holen, weil er gerade schon den Effekt aktiviert hat. Das heißt, wir müssen Overlay machen auf Wellen. Also erstmal, wir machen Overlay mit einem Goldenen und einem Roten, damit ein Goldener übrig bleibt. Mhm. Und wir holen Utopia. Könnten wir machen, wir könnten auch den holen, uns einen Silbernen nehmen, hätten dann wieder nichts Play enabled und er hätte nichts mehr. Ach, da kommen wir drüber. Ja. Ja, klar, dann Getriebe Riese X. Nee, wir können nur nicht gerade angreifen, weil wir beide genau 1-7 haben, das bringt. Ach so. Ja, auf jeden Fall Getriebe Riese X. Oder Rafflesia, aber das nehmen. Nee, Getriebe Riese X. Sehe ich jetzt eigentlich keinen Grund dazu, weil er gerade eh nichts hat. Ja, wir werden das wahrscheinlich die Tage oder in der Woche oder so nochmal machen. Dann werden wir dann gegen random Gegner spielen oder gegen etwas stärkere, auf jeden Fall. Ich wollte gerade nochmal wissen, wie das so ist. Das hier ist nämlich ein Test. An die Leute, die so lange geblieben sind, das sind nämlich die Leute, die meistens die meiste Ahnung haben, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie das mit dem Sound ist und wie euch die Idee gefällt. Also, dass wir quasi gemeinsam Decks spielen. Es geht natürlich nur mit Decks, die sie kann, also nicht viele. Nur mit Gadget. Ja, Yuzenyu würdest du auch verstehen, das sind vier verschiedene Effekte. Ich habe ja Yuzenyu Real Life. Das sind vier Monster und die Karte, die immer schützt. Yuzenyu Shinchuel. Ich mag Duelle gegen das Deck, weil die sind dann immer schnell vorbei und da habe ich eher Lust, noch ein zweites und ein drittes Mal zu spielen, während ich gegen andere Duelle einfach keine Lust mehr habe, nach einer Runde, die eine halbe Stunde lang ging, nochmal zu spielen. Ja, wenn ich mal auf Throne spiele und für meinen ersten Zug 20 Minuten brauche, dann ja, RIP. So, du darfst nochmal suchen. Wie können wir jetzt für Game angreifen, Schatz? Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ups, jetzt habe ich sie gar nicht Game gefragt, was sie holen Sieg, sollen. Oder? Ja, wir wollen gewinnen diese Runde. Diese Runde noch? Ja. Aber wir haben doch gar kein Utopia und er hat noch 7400. Das ist kein Problem mit der Hand. Haben wir schon genormelt? Nein, wir haben schon 4000 Angriffspunkte auf dem Board. Wir haben noch nicht genormelt. Okay, dann holen wir einen Goldfisch. Goldfisch? Dann holen wir einen Golden, dann holen wir einen Silbern, dann holen wir einen Gelben und dann... So viel Platz haben wir nicht auf dem Board, Schatz. Oh, shit. Stimmt. Wir holen jetzt einen Silbern. Okay. Ja, mach ruhig weiter. Ich bin gespannt. Noch hast du den Kill nicht versaut, also noch geht er, glaube ich. Ja, was holt der jetzt? Einen Gelben. Wieso einen Gelben? Weil der Goldene nur einmal seinen Effekt aktivieren kann, ich weiß es nicht. Du kannst auch angreifen, ohne Overlays zu machen. Ja, dann den Goldenen und dann mit allen vier, fünf angreifen. Das sind dann 3-2, 3-5, 5-5. Ich weiß nicht, ob das Game wird, aber wir können gucken. Vielleicht, Moment, spiele ich einen Cowboy? Ist wahrscheinlich rausgeflogen heutzutage, ja. Cowboy spielt man einfach nicht mehr. Es passt nicht mehr rein, weil es so viele andere wichtige Viecher gibt. Ja, wir schauen mal. 800. 1-7. Und hat Viola den Kill versaut? Nein, hat sie nicht. Okay. Was hätte ich denn sonst machen sollen? Du hättest einfach, also es hätte am meisten Schaden gemacht, wenn du einfach gemacht hättest. Gold, Silver,
Yellow. Einfach den, Ach, den... Blechgoldfisch auf der Hand behalten, weil er am wenigsten Angriffspunkte hat. Okay. Das wäre der sicherste Kill gewesen. Normalerweise hätten wir jetzt noch 800 Schaden durch Cowboy hinterherballern können, den ich nicht spiele. Aber mal ganz im Ernst, Leute. In den meisten Situationen, wo man Liefel auf dem Board hat, also wo der Gegner tot ist nächste Runde, brauchst du den Cowboy nicht, weil du sowieso so hart einen Boardvorteil hast, dass der Gegner nicht gewinnt. Klar, manchmal kann das dann nochmal drehen nächste Runde, dann ist es wichtig, wenn man den Sack zumacht, aber das ist heutzutage nicht mehr relevant genug, weil es mittlerweile Tornado-Rache gibt, es gibt Kastel, es gibt die Search-Karten wie Getriebe Riese X, man hat Norden drin, man hat noch einen seltenen Fisch drin, man hat Rafflesia drin, man hat Emerald drin, Abyss Dweller und die kann man alle nicht rauskicken und dann hat man nicht mal mehr Platz für einen einzelnen Cowboy, der früher Staple war. Aber du fandest es witzig, mich mit dem Cowboy manchmal zu töten. Ja, in Yosenyo spielt man ihn. In Yosenyo spielt man sogar zwei Stück, wenn man da einen consisteten OTK hat mit den beiden. Wenn man nämlich, ich weiß nicht, mit irgendeiner Yosenyo-Karma-Kombo hat man irgendwie 6000 und ein paar gequetschte Schaden und dann fehlen noch 1600, man macht zwei Overlays, zweimal Cowboy OTK oder FDK teilweise sogar, wenn man Second geht. Ja, gut. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie es ist. Ob das gut ist so mit dem Sound, weil sie sitzt quasi, ja, sie sitzt vom Popschutz weggeneigt. Also kann sein, dass sie manchmal Popgeräusche macht. Was nicht so toll ist, aber da ich nur einen Popschutz habe, geht es nicht anders. Aber wir schauen mal. Wenn nicht, müssen wir das mehr in die Ecke stellen, aber dann bin ich wieder leiser. Das ist immer ein bisschen eklig. Und ihr könnt mir auch mal schreiben, was sogar noch wichtiger ist, wie gerade der Sound ist, denn ich bin gerade hier in meinem Büro, wie ihr wisst, bin ja umgezogen und ich habe jetzt einen Teppich. Der Teppich ist allerdings nicht so groß, wie ich dachte und fängt auch nicht so viel Schall auf, wie ich dachte, glaube ich, aber mal schauen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal mit einem anderen Video. Bis dann. Tschüss. Ciao.